Beziehungsweise Selbstständigkeit als eigener Boss. Also im Prinzip Medienproduzent für, wie heißt das noch? Für Webvideos? Für Webinhalte? Irgendwie so. Dafür gibt es Mike, einen anerkannten du. Beruf? Also kommt drauf an, wie du es natürlich vermarkten willst. Ne? Ist natürlich um einiges seriöser, wenn du zu einer Firma hinkommst und sagst, hier, ich bin Medienproduzent für Webvideos. Und du dann sagst, ja, ich Let's Play. Als wenn du hingehst und sagst, ja, ich bin da Let's Player, wie schaut's denn aus? Wollen wir zusammenarbeiten? Nee. Da ist das andere dann doch etwas seriöser, zumal wenn du mit deiner eigenen Firma ankommst. Finde ich. Ja, klar. In meiner eigenen Firma würde ich so oder so ankommen. Okay. Ja, ich habe ja schon ein eigenes Gewerbe angemeldet. Ja gut, musst du ja, ne? Musst du nicht. Ab wann muss man das eigentlich machen? Also nicht, weil Eventuell. ich Let's Player bin, deswegen habe ich mein Gewerbe nicht angemeldet, Ach sondern so. als Programmierer. Glaube, wenn man damit über einen gewissen Betrag verdient, ich glaube 50 Euro oder sowas, gell? Oder? Nein! Okay. Ich glaube, die Antwort war falsch. Danke für die Antwort. Was habt ihr mich überhaupt gefragt? Ich meine, was soll ich jetzt essen? Ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Was soll ich essen? Ich bin die ganze Zeit am Sterben. Also ich habe eben noch leckeren Brot gegessen und Ach dann habe ich so, noch Kuchen ich gehabt. hab dir das geklaut. Ja, das wollte ich mir gerade alles holen. Ich gehabt. So. Machen wir lieber noch ein zweites, drittes und viertes, so Ja, drumherum, dass dann ganz. ich will ja hier ein Feld bauen. Guck mal, ich baue hier gerade alles ab. Ja, mach mal schneller. Ja, alles mit der Zeit. Los, mach Mut! Mach Mut! Mach Mut! Nur Helmut. Oh, das ist ein Apfel, den kann ich essen. Ja, einen Apfel hatte ich vorhin auch mal. Und dann war ich irgendwo runtergefallen. Shit, ich glaube, das. Shit. Also, Ach, du Mann. Fire Tick Falls übrigens. Feuer kann zwar entstehen, aber verbrennt auch nichts mehr. Also, der Holzblock hier in meiner Hütte, der brennt garantiert schon seit 10 bis 20 Minuten und er ist immer noch da. Ja, ich habe den vorhin ausgemacht. Ich auch. Ja, okay, dann brennt er jetzt zum dritten Mal. Aber er ist immer noch da, darum geht's. Wollte einmal sozial sein und hab gescheitert. Na gut. Naja, beim nächsten Mal, beim nächsten Schade. Mal. So, jetzt muss ich mal ein bisschen, muss ich mal ein bisschen hier aufräumen. Sag mal, Julian, da ist sich rein zufällig gerade etwas Weizen auf unserer wunderschönen Weizenfarm fertig. Was? Wir haben eine Weizenfarm. Ja, und jetzt? Ja. Ja, ist da was Nein, fertig? ist nicht, weil er gerade alles abgebrannt hat, als ich hin wollte und mir selber was essen wollte. Aber nein, er war ja schneller. Ja, ich muss ja Och, auch überleben. Julia. Ich muss auch überleben. Was habt ihr mich übrigens vorhin gefragt, als ich hineingeschrien habe? Ab wann man ein Gewerbe anmelden muss als Let's Player, wenn man einen gewissen Achso. Betrag verdient, ne? Ja, ich glaube, das sind Ja. irgendwie 14.000 Jahreseinkommen, glaube ich. Ja, also auf jeden Fall so Genau. viel, dass man da Von leben kann. erstmal hinkommen muss. Ne, von 14.000? Oh, ja, kann man leben, wenn man noch einen Nebenjob hat. Ja, dann ja, mit einem 14.000? Nebenjob, ja. Ich brauche nicht mal 5.000 im Jahr. Es kommt halt immer drauf an, was du noch alles hast. Frau, Kind, Tier. Hund. Und. Und Nervigen Nachbarn. noch mehr und. Isst vielleicht gerne. Studienplatz, der einem 400 Euro im Monat kostet. Ey Mann, ich suche die ganze Zeit in den Kisten, aber ich finde nichts. Ah, hier, Stein. Hier ist auch nichts mehr zu essen. Was suchst du Ey, überhaupt ich. in den Kisten? Essen und Stein und Holz und noch mehr. Das alles und noch viel mehr würdest du Schlecht finden, Werbung. Gerade den Apfel gegessen. wenn du Kunde bei mir wärst. Schlecht Werbung. Für mich, ja, darf ich doch wohl oder nicht? Hallo? Zitze. Also ich habe ganz ehrlich für meinen Kanal erst ein einziges Mal Werbung gemacht und das war in einer geschlossenen Facebook-Gruppe. Und für Esneser. Ja, für diese habe ich nur in meinem Minecraft Let's Play mal erwähnt. Ja. Das heißt,
Tja. Ich hab's gesehen. War nett von dir. Vielen Dank. Dankeschön. Hey, Mann, ich retweetet andauernd unsere Tweets. Zählt das nicht auch? Hier. Ich bin nicht auf Twitter. Ja, nicht du. Hey, ich retweete deine Tweets immer. Ja, wir retweeten gegenseitig unsere Tweets. Ist doch schön, oder? Ja, wir sind voll ein eingespieltes Team. Ja. Ja. Nee. Warum nicht? Weil. Ja. So, jetzt baue ich hier mal die Farm. Ich hole mir jetzt Pilze. Und dann würde ich mal sagen, wie diese Farm am Ende aussieht, erfahrt ihr im nächsten Part. Yay! Nur wieder. Ja. Ja. Nur Cliffhanger bei uns. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, passt schon. So, jetzt nehme ich wieder auf. Moment. Ich, wo ist... Ah. Hallo da. Und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft von mit Sven und Winder. Hi. Und hi. Ja, legen wir wieder los. Ich würde mal sagen, ja, wir gehen erstmal schlafen, oder? Erstmal, bevor wir die Farm bauen. Schon wieder schlafen gehen? Ja, warte, ich verlasse eben den Server, weil bis ich wieder zurück bin, ich bin ein bisschen weg und habe nichts zu essen und kann nicht laufen und bin aua. Ich bin fast wieder zurück. Winder, komm, geh schlafen. Ja, ich bin auch schon auf dem Rückweg. Okay. Ja, sag Bescheid, wenn du im Bett liegst, dann kann ich in der Zwischenzeit weiterarbeiten. Ach ja, so. Alle Nacht, dann sterbe ich wieder. Bei meinem Glück. 3, 4. Schlüpfst du so die ganze Zeit? Ja, deswegen, das ist ja mein Problem. Lieg im Bett. Ich bin im Bett. Okay, warte, ich bin runter. Danke. Bitte. So, es ist schon wieder Tag. Wollen wir mal. Mensch, das ging ja schnell. Loslegen. Das ging auch schnell. Das ist ja super. Wo sind meine. Wer von euch hat meine roten Pilze gestohlen? Was für rote Pilze? Gell? Ich hab noch nie welche gesehen bei dir. Bildest du die vielleicht ein? Meine roten Pilze sind weg. Naja, das... Also die einen würden sich freuen, wenn sie ihre Pilze loswären. Wollen wir jetzt Pilzsuppen machen und meine Pilze sind weg? Das ist, tja... Sag mal, kann das sein, dass die, Haltbarkeit von Werkzeugen auch abgenommen hat. Nur mal so ganz doof gefragt. Ja, könnte sein. Hoppala. Muss ich meine Workbench schauen? Merke ich. Ach Mann, und hier ist erst ein Pilz fertig. Ja, wir klauten immer Pilze. Hat wohl jemand genascht? Ich stehe nicht so auf Pilze. Nicht? Nee. Hast du auch Pilze? Also ich meine, klar, so zum Essen ja, aber so ansonsten. Auch nicht. Nee. Auch nicht? Nee. So eine leckere Fliegepizza. Nee, ich pick die immer raus. Ich auch. Das Einzige, wo ich Pilze mag, sind panierte Pilze. So lecker. Was Ekelhaftes wie Pilze gibt's nicht. Gibt nichts Ekelhafteres. Doch, Marzipan. Marzipan magst du nicht? Und auch Lakritze. Nee, schmeckt überhaupt nicht. Ekelhaft. Auch nicht? Gott, ich wieso nehme ich eigentlich mit euch auf, ey? Das ist echt abartig, ey. Wie Lakritze. Warum denn? Doch. Oder Knödel. Knödel esse ich schon. Nee, wie I. Was ist denn daran I? Keine Ahnung. Knödel. Die schmecken halt einfach nicht. Das sind so Dinge, die schmecken einfach nach gar nichts. Knödel musst du ja auch mit Soße essen. Und da ist ein Unterschied zwischen Kartoffelknödel und Semmelknödel. Aber Pilze schmecken ja nach gar nichts. Das stimmt, Pilze. Ja, deswegen auch paniert mit Ketchup. 1, 2, 3, 4, 5, hab ich gerade eben auch gedacht. Pilze schmecken nach gar nichts. Ja, aber was ich auch mache, ist, wenn sie gegrillt werden, auf dem Grill, Kopfkino, sodass die Soße sich in dem Hut sammelt. Das Wasser, das schmeckt richtig gut. Okay, jetzt werden wir echt langsam abartig. Gell? Tja. Ja. Ihr wisst doch einfach nicht, was gut ist. Das schmeckt gut, Winder, genau. Ja, Winder, ja. Schmeckt gut. Super. Bestimmt. Dann ist es jetzt wieder. Aufs Maul. Ja. Genau. Ja. Was ist euer Lieblingsessen so? Marzipan. Ich esse sehr viel gerne. 1, 2, 3.
Zum Beispiel Leberkäse oder so, oder? Panierte Pilze. Ja, doch, Leberkäse ist auch nicht schlecht, ja. So, jetzt wünsche ich mal Glück, ich bin auf dem Weg, Lava zu holen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht gerade irgendwo runterfalle, wo Was? es einfach zu Lava? hoch Ich ist. habe hier viel Lava. Soll ich dir Lava Ja, bringen? ich hab hier drei Seen. Ja, aber mach sie doch an der Oberfläche nicht leer. Die sehen doch toll aus da. Komm, hol sie lieber von mir von unten. Da sieht sie keiner. Sie geht sie nur im Weg rum. Das ist mir zu weit zu laufen. Ja, drum würde ich sie dir ja bringen. Oh nee, lass mal. Ich will ja deine kostbare Zeit nicht in Anspruch nehmen. Ja, aber ich muss die Lava doch wegkriegen. Ja, dann lass sie woanders, aber nicht bei mir, Mann. Gell? Richtig. Der arme Weiß schon, was Sven. ich mache. Na, jetzt kommt's. So ein Versicherungskaufmann, willst du meine Lava? Nee, der geht jetzt zu einem Creeper hin. Hey, du kleiner Creeper-Mann. Was schaust du mich denn so an? Hast du noch nie einen Mr. Lava Verdammt Lava blöder gesehen? Zombie, hau ab. Den gab's. Diesen Versicherungskaufmann gab es auch bei einem bekannten Let's Player. Wisst ihr, was ich meine? Echt? Ich mach das hier jetzt so schnell fertig und dann weiß ich ganz genau, was ich tue. Okay, ihr wisst Oh, anscheinend ich nicht, was ich auch. meine. Ja, Okay. doch, wir wissen alle, was du meinst, Rotzi. Wir wollten jetzt nicht unbedingt drauf anspringen. So, wie war das jetzt hier mit dem Dings reparieren? Ich brauche jetzt keine Dings mehr, sagtest du. Keinen Amboss mehr. Nein, kein Amboss. Okay. Außer also, du willst unbedingt einen benutzen. Ja, nö, aber und wie mache ich es dann? Weil du brauchst einen Eisenblock. Bei mir in der Mine ist zum Beispiel einer. Ach so, ich brauche einen Eisenblock. Eisenblock, ja. Ja. Also aus 8 Eisen. Neun. Ja, wie auch immer. Und dann? Stellst du ihn hin? Ja. Dann nimmst du dein kaputtes Werkzeug in die Hand. Oh mein Gott! Ja. Und dann machst du Rechtsklick drauf. Und wenn du das entsprechende Material in den im Inventar hast, also Holz für eine Holzschaufel zum Beispiel, Eisen für eine Eisenschaufel, dann wird es repariert. Das habe ich jetzt auch gemerkt, nachdem mein Eisen leer war. Hat jemand von euch Wasser? Ja! Ja, ich hab Wasser. Ja, gib mal her, bitte. Ja, ich bring's euch. Ich bring Nee, euch alles. ich bin unten bei dir. Dam, dam, dam. Aber trotzdem, danke. Das hat mich jetzt weitergebracht. Darf ich mich Zumindest, bedienen? Ja, nimm es nur und bring Sven die Lava mit. Ich brauch sie nicht mehr, danke. Ich geb sie dir gerne, Sven. Du weißt gar nicht, wo ich bin. Das ist schon mal der erste Vorteil, den ich hier oben habe. Hier Shit! oben. Ich und meine große Fresse. So. Also du bist oben, okay. Nein, ich bin nicht oben. Du hast dich verhört. Bist denn du? Das mit oben ist eine Lüge. Es gibt kein oben. Es gibt nur unten. Ein unten. Ben, wo bist du? Unten. Du findest mich niemals. Wahrscheinlich Ben, ist er auf meinem Dach. wo bist Hier. du? Hier. Wo bist du, Sven? Geh weg, ich bin nicht Sven. Hallo, Hi. Sven. Na? Denke ich dir. Mensch, danke. Komm mal Bitte. her. Hab ich Hier, bring. gefunden. Hier, magst du das mal bitte Winter bringen? Und mir eventuell ein bisschen Eisen mitbringen? Ich habe nur noch 11 Stück. Ich kann dir kein Eisen mehr geben. Ich finde nur Kohle. Den Ein bisschen. Lava-Eimer habe ich gefunden. Extra für dich mitgebracht. Och Mensch, das ist natürlich super. Danke. Dann nehme ich den Bitte. natürlich sehr dankbar entgegen. Möchte ich aber mal Natürlich. wissen, was ihr da oben macht. Wir schieben uns gegenseitig Lavaeimer zu. Und doch gerade noch so gerettet. Ja. Ja, gerettet. Der eine ist da vorne. Den anderen wirst du niemals finden. Das ist der Okay. Kololand. Hallo. Und das soll jetzt die neue Farm werden. Und etwa? Aber nicht für Tiere, sondern für Weizen. Für Tiere, ja. Ach Mann. Warum? Ich brauche Weizen. Oh, da ist Weizen. Ja, da ist doch unten eine Weizenfarm. Ein L? Ja, aber die ist so klein. Ja, da war's Ja. größer. Ja, Nein, ich habe nee. keine Zeit. Ich bin doch auf der Suche nach Eisen. Ich meine, du findest doch eh nichts. L? Doch, ich finde Kohle. Mann. Was sollen wir mit Kohle? Ich brauche mehr Eimer hier. Heizen, damit es warm ist. Hast du da hinten schon mal gesehen? Hinter dem Berg ist überall Schnee. Der Winter kommt bald. Brauche mehr Eimer.
Dann musst du dir welche machen. Ja, Milord Stark, der Winter kommt. Wie kann es eigentlich sein, dass du 24 Stunden da unten...